Guten Morgen, Tag Nummer 4 und auch heute wieder wunderschönstes Wetter. Oh, die Zypressenbäume da, was kann denn noch schöner werden? Eigentlich gar nichts, außer ein tolles, selbstgemachtes Frühstück. Und zu dem gehen wir jetzt. Unser wunderschön gedeckter Frühstückstisch, aber es gibt natürlich eine viel wichtigere Sache. Eine Katze. Ja, du bist ja ein süßes Katz. Dich packe ich gleich ein. Und ansonsten haben wir das, was wir wohl erwartet haben. Aber Millionen tolle Marmeladen. Nochmal schnell das Katz gestreichelt und schwupps sind wir unterwegs. Nach einem längeren Fußmarsch bergauf pumpe ich schon wieder wie ein Maikäfer. Stehe aber auch vor einer Art Zugbrücke, die früher einmal den Haupteingang markierte. Doch die ist morsch und das Tor ganz offensichtlich geschlossen. Also müssen wir nach einem alternativen Eingang suchen. Also weiter, den Berg hinauf. Was ist das da rechts, hinter dem Zaun? Sieht aus wie ein riesiger Pavillon. Aber wo ist der Urbex-Trampelpfad? Und wieso ist die lange Hose wieder mal im Auto? Da muss es einen anderen Weg geben. Okay. Das ist doch unser Pfad. Ja. Allzu weit und schwierig sollte es jetzt nicht mehr sein. Für uns alte Herren hat man sogar extra ein Geländer angebracht. Langsam aber sicher kommen wir der Sache näher. Und wenn ich mich nicht irre, was selten vorkommt, werden wir gleich den ersten Blick auf das bekannteste Motiv dieses verlorenen Ortes erhaschen können. Jupp, da ist das Ding! Das mag von hier oben noch nicht sonderlich spektakulär aussehen, aber auf jeden Fall schon mal schön zu sehen, dass es überhaupt noch existiert. Doch bevor es nach unten geht, steigen wir erst einmal nach oben aufs Dach. Leider gab es keinen Weg ganz nach oben, sodass wir mit der Aussicht von hier Vorlieb nehmen müssen. Mal einen Blick über die Zinnen riskieren. Oh, das sieht auch spannend aus. Und in der anderen Richtung sollte dann dieser Pavillon vom Anfang sein. Damit sind wir schließlich unten angelangt. Und wie man unschwer erkennen kann, hat der jahrelange Leerstand dem Gebäude keinen Gefallen getan. Aber egal, wir sind jetzt nämlich fast am Ziel. Mein verzaubertes Schloss lockt den Verrückten an, den ich aus der Ferne mit der Freude eines Kindes auf mich zukommen sehe. Richard Wagner, Parsifal. Es war einmal ein altes Herrenhaus, irgendwo in der hügeligen Landschaft der Toskana. Und der Hauptcharakter unserer Geschichte ein einheimischer Unternehmensberater, der daraus Anfang der 1990er Jahre etwas ganz anderes formte. Ein Bauwerk im Stile einer mittelalterlichen Burg, das innerhalb kürzester Zeit zu einer nächtlichen Anlaufstelle für Tausende und Abertausende Besucher wurde. Ein Name dafür lag förmlich auf der Hand. Disco Excalibur. Und der Nachtclub machte sich in ganz Italien einen Namen für seine absolute Schönheit, aber auch für die zahlreichen VIP-Gäste, die häufig zu Besuch waren, wie zum Beispiel die französische Schauspiellegende Alain Delon. Doch das gigantische Feuerwerk aus Fackeln und Musik war nur von kurzer Dauer. 2 Jahre mischte man ganz oben mit, dann der Niedergang. Was folgte, waren Konkurs sowie die Versteigerung von Einrichtungsgegenständen und Möbeln. Eine Wiederbelebung in den 2000ern scheiterte erneut und in der Burg Excalibur wurden die Fackeln ein letztes Mal gelöscht. Zurückgeblieben ist die gespenstische Kulisse einer fiktiven mittelalterlichen Burg, die seit nunmehr 15 Jahren von modernen Abenteurern, aber leider auch Kabeldieben und Vandalen heimgesucht wird.
Dazu kommen wir später, denn bevor wir die ehemalige Diskothek betreten können, müssen wir zunächst einmal unsere überflüssigen Klamotten an der Garderobe abgeben. In Reih und Glied hängen sie noch an den Stangen. Jede Menge Kleiderbügel für die zahlreichen Gäste. Eines der Glasfenster ist noch halbwegs intakt. Das andere wurde bereits zerstört. Wie anfangs bereits erwähnt, ist ein Großteil der Einrichtungsgegenstände im Zuge der Schließung verkauft worden. So bleibt hier leider nicht mehr wirklich viel zu entdecken, außer dem, was fest verbaut ist. Vielleicht gelingt es euch aber, die Räumlichkeiten in euren Gedanken mit Leben zu füllen. Denn mit der entsprechenden Beleuchtung und der passenden Musik war es hier sicherlich einmal spektakulär. Egal wo man hinschaut, sieht man deutliche Spuren sinnloser Zerstörung. Doch eine Sache wundert mich. Sprayer haben sich hier noch nicht ausgetobt. So bleiben uns zumindest die Malereien, an denen man sich erfreuen kann. Und den eigentlichen Höhepunkt dieses Ortes haben wir uns fürs große Finale aufgehoben. Dazu kommen wir gleich, nachdem ich diesen 360 Grad Rundumblick beendet habe. In der hinteren Hälfte waren wir bisher noch nicht und dort haben Kabeldiebe ganze Arbeit geleistet. Zusätzlich sind quasi alle Glasscheiben eingeworfen oder zumindest stark beschädigt. Das hält uns aber nicht davon ab, uns endlich dem schönsten und bekanntesten Motiv der Disco zu widmen. Ich gebe es wirklich nur ungern zu,
aber die Disco Excalibur war für mich eine große Enttäuschung. Okay, das Setting ist interessant und die Geschichte dahinter mit Sicherheit auch. Aber das war's dann auch schon. Viel zu sehen gab es nicht und gepaart mit dem wahnsinnigen Vandalismus wäre das eine 5 im Urbex-Zeugnis. Diesem verlorenen Ort wurde schlicht und einfach seine Seele entrissen.